Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute geht es um das Thema Auswanderung. Warum bin ich ausgewandert? Warum auch gerade in Singapur? Was mache ich jetzt hier genau in Singapur? Und komme ich nochmal wieder nach Deutschland? Ich hau alles raus zum Thema Depression, mein Plattenvertrag, der nicht geklappt hat, mein Burnout, wie ich dann zugenommen und abgenommen habe und all diese ganzen Probleme, die ich dann hatte in Deutschland. Ich habe auch einen kleinen Auswanderguide für 3 Euro. Dort spreche ich über das Thema Auswandern, was man wissen muss und Versicherung und Länder und Freiberufler, Künstler, wie deine Chancen aussehen, ohne Abschluss, mit Abschluss. Und falls du selber Lust hast, auszuwandern, schau doch mal da rein. Dort ist auch so ein bisschen meine Biografie mit dabei und mein Werdegang und ganz viele wertvolle Informationen und Tipps und Tricks. Also erstmal ganz kurz zur Vorgeschichte. Für alle, die mich nicht kennen, mein Name ist Tanja Levy. Ich bin 30 Jahre alt, ich komme aus der Hansestadt Hamburg und ich habe dort als Gesangslehrerin und als Schauspieldozentin gearbeitet. Ich weiß, ihr kennt mich auf diesem Kanal nur als Gesangslehrerin, aber ich habe damals auch Schauspiel unterrichtet und auch Musical und habe Regie geführt. Und ja, also ich war nicht nur als Gesangslehrerin unterwegs, sondern eben auch als Schauspieldozentin und habe damit auch meinen Unterhalt bestritten. Ich bin direkt nach dem Abschluss habe ich angefangen, als Dozentin zu arbeiten. Damals noch viel an staatlichen Schulen rund um Hamburg, aber dann später auch an viel Privatschulen, on stage und Stagecoach, Stage Up und so weiter und so fort, freie Schauspielschule. Und wer da nochmal Interesse hat, kann ja gerne nochmal auf meiner Website schauen. Da gibt es auch meinen Lebenslauf, meine Vita, und dort steht wirklich alphabetisch von 2012 bis heute sind alle Schulen dort, alle Schulen, alle Fächer, die ich abgedeckt habe. Und ja, ich habe auch im staatlichen Sektor gearbeitet, habe auch an der Krone gearbeitet, als pädagogische Assistenz. Ich hatte damals Glück gehabt, dass ich meinen Produzenten kennengelernt habe, wo ich 16, 17 war und dann mit meinem Produzenten, der mich an mich geglaubt hat, der Künstleraufbau betrieben hat, der hat mich dann unter seine Fittiche genommen und von da ging halt das Ganze los. Das will ich aber mal in einem anderen Video erwähnen und da können wir gerne mal auch darüber sprechen. Jetzt geht es ja um die Auswanderung und warum ich ausgewandert bin. 2015 hat Universal Music mich gedroppt. 2014, 2015, die müsst ihr jetzt nochmal genau gucken, habe ich natürlich ignoriert. Die haben mich gedroppt. Wir hatten das große Glück gehabt, dass wir nach langen Suchen und langen Versuchen und vielen Versuchen dann die Chance hatten, bei Universal Schlager zu unterschreiben in einem Pre-Record-Deal. Das würde dann in so einem längeren Plattenvertrag münden. Und das war natürlich eine einzigartige Chance, die ist so, ja, die man heute fast gar nicht mehr richtig bekommt. Das ist mit vielen Kontakten verbunden und vernetzt. Und wir haben für die 2 Singles produziert und kurz und schmerzlos diesen 2 Singles, das hat denen nicht gefallen. Musik von mir könnt ihr heute gar nicht mehr finden aus rechtlichen Gründen. Ich musste das alles runternehmen, also all die Musik, die wir produziert haben in diesen 8, 9 Jahren. Und da ist jetzt gar nichts mehr übrig, da ist nur noch der ZDF-Fernsehgarten-Auftritt übrig. Da sind halt noch ein paar andere Sachen übrig, aber die ganze Musik, die musste ich dann auch runternehmen oder alles, was in der Zeit entstanden ist. Und da hatte ich auch ja, keine Rechte daran. Das sind jetzt aber auch ganz andere Sachen und ich will es jetzt auch nicht zu lang machen, mich da jetzt mit aufhalten. Aber de facto war, dass das ein Schneidepunkt in meinem Leben war. Für mich war das Unterrichten mein Leben, also für mich das Unterrichten war das eine, davon habe ich auch gelebt. Und das andere war für mich nochmal der große Wunsch, als Künstlerin erfolgreich durchzustarten. Und in dem Moment, wo der Plattenvertrag in die Brüche ging, da ging eigentlich auch mein Leben in dem Moment in die Brüche. Also ich muss ja jetzt ganz ironisch lachen, aber es ist tatsächlich so. Man muss aber auch vorher sagen, ich habe in Hamburg, ich kann mich noch ganz genau an die Situation erinnern, an denen ich bei Stagecoach unterrichtet habe. Und ich habe in der Pause vor der letzten Stunde auf mein Handy geschaut und habe dort eine Mail bekommen von meinem damaligen Manager, der gesagt hat, dass Universal nicht mehr mit uns weiterarbeiten möchte. Und er daraufhin auch nicht mehr mit mir arbeiten möchte. Und mir war klar, dass das jetzt sozusagen, das, also er hatte schon, es war schon klar und auch klar kommuniziert, dass wenn das jetzt mit Universal nicht klappen sollte, dann war es das. Dann war es das mit der Band, war es das mit den Produzenten, war es das mit den Managern. Und ich kann mich noch ganz genau an diesen Moment erinnern, wo ich diese Nachricht gelesen habe und dieses Gefühl von Panikattacke, dieses Gefühl von dieser kalte Schweiß und dieses Gefühl von, okay, das geht jetzt gleich los, ich breche gleich zusammen. Und ich hatte so, ich meine,
so ein Nervenzusammenbruch, wie ich den in diesem Moment hatte, das hatte ich, glaube ich, so noch nie gehabt. Also auch, das war für mich extrem einschneidend. Ich war mitten im Unterricht. Ich habe meiner Chefin gesagt, ich kann jetzt nicht mehr weitermachen. Ich habe ihr das jetzt kurz erläutert und sie hat gesagt, alles gut, wir machen das jetzt so. Und ich bin rausgestürmt, habe versucht, mir ein Taxi irgendwo zu schnappen und bin zu meiner Freundin und dann bin ich dann auch zusammengebrochen. Habe mich da auch, ja, ich glaube, ich habe mich für eine Woche in meiner Wohnung eingeschlossen, habe mich krank gemeldet und habe, glaube ich, jeden Tag nur noch getrunken. Also das war das Resultat von dem, was jetzt passiert ist. Man darf ja nicht vergessen, dass da so viele Lebenszeit, so viel Lebenszeit da drin steckte. Die ganzen Jahre, die wir miteinander gearbeitet haben, mein Produzent war für mich wie mein Mentor. Der war für mich wie meine Familie. Der war für mich wie ein Onkel, den ich nie hatte, oder wie eine Familie, die ich nie hatte, und jemand, der mich in meinem Leben unterrichtet. Mentor war ein Guide, war auch jemand, der mir geholfen hat, durchs Leben zu kommen in meinen jungen 20er Jahren. Und die Band auch, dass ich die Band, das, also alles ging halt einfach in die Brüche. Und ich stand auch da und habe als Dozent gearbeitet, aber es war jetzt auch nicht so, dass ich jetzt ein volles Konto hatte. Ich hatte 20.000 minus von meinem Studienkredit, den ich aufgenommen hatte, Anfang 20. Ich bin ausgezogen mit 18. Ich habe in Bruchbuden gewohnt, bevor ich dann in besseren Wohnungen gewohnt habe. Ich habe lange gekämpft. Mein Vater hat mich noch unterstützt bis zum gewissen Grad. Aber ich habe viel gemacht. Ich habe gekellnert, in Eisdielen gearbeitet, in Boutiques, in Küchen, in Restaurants. Ich habe schon mit 17 angefangen, in Restaurants zu kellnern. Und es war nicht einfach. Ich habe dann später das Abendgymnasium gemacht und die Ausbildung und alles. Also ich habe mir lange vorgeworfen, warum ich nicht was Vernünftiges studiert habe. Und für mich in dem Moment, wo der Vertrag in die Hose ging, da war für mich ganz klar, das Singen ist schuld an allem. Ich weiß, das klingt jetzt komisch, aber das ist auch der Grund bis heute noch, warum es von mir keine Covers gibt. Warum ich nie öffentlich singe. Warum ich mich regiment weigere, irgendwo noch aufzutreten. Und das ist für mich der Hauptgrund gewesen. Weil für mich war das gekoppelt an, alter Scheiße, du hättest jetzt irgendwas studieren können, Journalismus oder Regie, ich wollte mal Regie studieren. Oder er hätte Musicals, eine Regie im Musical-Bereich oder so. Und im Nachhinein denke ich mir, ey, scheiße, du hättest ein vernünftiges Leben oder ein Einkommen haben können, wenn du einfach dich anders orientiert hast. Und für mich in dem Moment habe ich mir das vorgeworfen. Und sehr, sehr viele Jahre, also bis ich ausgewandert bin, habe ich mir das sehr stark vorgeworfen. Und jetzt gehen wir, wie viele von euch wissen, das möchte ich nochmal anmerken, als Freiberufler zu arbeiten in Deutschland im künstlerischen Segment, gerade auch als, ob es jetzt Gesangsunterricht ist oder als Künstler, es ist fast gar nicht mehr richtig möglich. Also ich selber aus meinem Freundeskreis, ich spreche jetzt da nur für mich, kenne ganz wenige, die davon nur leben können. Und viele von meinen Kolleginnen, die hochgradig talentiert sind, die tolle, tolle Abschlüsse haben und tolle Sachen machen. Die müssen nebenbei noch in Boutiquen arbeiten, die müssen nebenbei noch in Restaurants arbeiten. Die machen ganz viel Office-Tätigkeit noch nebenbei. Also keiner kann, von meinem Freundeskreis kenne ich keinen, der nur davon leben kann. Und es ist ja auch so, dass Gesang auch ein Luxusgut ist. Also Gesang ist ja nicht etwas, was man essentiell braucht und wo man dann gerne dafür Geld ausgibt, sondern Gesang ist ja ein Luxusgut per se. Und daher ist es so, dass nicht jeder die Notwendigkeit hat, wie Essen, Trinken, Schlafen, was Beauty oder so, ne? Daher ist es so, dass nicht jeder auch kann und nicht jeder will auch einen bestimmten Betrag ausgeben für Gesang, ist ja klar. Ja, also jetzt kommen wir mal zum Thema Auswanderung. In dem Moment, wo ich die Nachricht bekommen habe und wo ich dann schon zu Hause einen Absturz hatte, habe ich dann nochmal geguckt, ob ich noch irgendwelche Kontakte habe, was geht, was könnte ich machen. Also ich war so verzweifelt, ich war einfach am Boden, Leute, ich war nur noch am Trinken in dieser einen Woche und habe gebetet, habe zu meiner toten Oma gebetet, fast wie so ein Voodoo-Ritual habe sie gebeten. Oma, wenn du mich hörst, schick mir ein Zeichen. Das kann jetzt nicht das Ende sein. Und ich habe dann mit meiner Tante gesprochen, die Ärztin ist. Und die hat mir dann einen Kontakt hergestellt zu einer Managerin, Radiopromoterin,
zu einer Dame, die halt schon lange in Plattenfirmen tätig ist und ganz, ganz richtig gut vernetzt ist auch. Und sie hat mich angerufen und sie hat einen Kontakt hergestellt zu einem Manager und zu einem Produzenten von Warner Music. Dazu kommen wir aber nochmal. Das heißt, ich habe während der Zeit, bevor ich noch abgereist bin, mit einem anderen Produzenten zusammengearbeitet. Nun ist es so gewesen, ein halbes Jahr später nach dieser Nachricht merkte ich so, also ich habe das erstmal ein halbes Jahr versucht zu ignorieren, so gut es ging. Also ich habe es einfach, es war einfach so, ich habe das alles in so eine Pandora-Box gesteckt und weg war's. Und ich merkte irgendwann, da war ich in Bad Segeberg, da habe ich einen Workshop gegeben in der Junior-Akademie, in so einem Schullandheim und so. Und ich merkte, was stimmt jetzt nicht. Etwas hat sich ganz essentiell verändert in meinem Kopf, mit meinem Körper. Und ich merkte, als ob irgendwie ein dunkler Schleier sich um mich gelegt hätte. Und Depression und Burnout waren damals jetzt auch keine Begriffe, die mir jetzt groß was gesagt haben, sondern es ist ja erst später sehr populär geworden und jeder diagnostiziert sich. Also, aber de facto ist, ich merkte mit so einem Telefonat an meiner Freundin, dass irgendwas mit mir gewaltig nicht stimmt. Und dann ging es von dem Moment eigentlich nur noch bergab. Ich merkte, dass ich dann so in so ein Burnout reingehe, dass ich halt in so eine Depression schlittere. Ich weiß gar nicht, ob Schlitter ein Wort ist. Aber egal, gut. Auf jeden Fall merkte ich halt, dass, ja, von da an ging es so nach bergab. Ich hatte damals zugenommen, ich wog 60 Kilo, 62 Kilo, hab dann 10 Kilo zugenommen, war über 70 Kilo. Ich habe mich absolut gehen lassen. Hab mich total aufgequollen. Musste schon langsam Stück für Stück auch Jobs abbrechen, abgeben. Also ich merkte, wie ich dann auch im Unterricht nicht mehr so performen konnte wie früher. Ich war mental jetzt auch nicht mehr so fit. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob das, also ich glaube, dass meine Schüler das per se gar nicht richtig mitbekommen haben. Ne? Ich glaube, die haben das so gar nicht mehr so doll mitbekommen. Aber ich merkte halt, es wird nichts mehr. Ja, und wie man es kennt in so einer Depression, sitzt man dann zu Hause mit Pyjama, völlig verfilzte Haare, man ist völlig kaputt, man ist am Ende mit der Welt, man weiß so, ne? Es war nur noch Dunkelheit, ganz große Dunkelheit in meinem Leben. Und da war nichts mehr, was mir da hätte helfen können. Und ich habe damals noch mit dem Produzenten zusammengearbeitet, aber ich merkte auch so, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr noch ins Studio gehen und so tun, als ob ich jetzt noch irgendwie drei Sachen singen kann. Ich kann es nicht. Es ging nicht mehr. Ich habe dann angefangen zu singen und ich merkte, ich hasse das Singen. Es war scheiße. Ich wollte es nicht mehr. Es war für mich Endstation und während dieser Zeit fing ich auch an, mich, und da kommen wir jetzt zu diesem Auswandererpunkt, fing ich auch an, mich zu bewerben. Also ich fing auch an, mich zu bewerben. Und für mich war klar, ich wollte nur noch raus. Ich wollte auf Biegen und Brechen raus aus Hamburg. Hamburg war Ghost Town, Hamburg war tot. Ich war finanziell am Ende. Mein Mann hat mich damals nur noch unterstützt. Also mein Mann hat uns dann unterstützt, Gott sei Dank, weil ich hätte die Wohnung, ich weiß gar nicht mehr, wie ich es gemacht hätte. Alleine. Und mein Mann hat mich dann unterstützt damals und hat uns geholfen und alles. Und für mich war klar, ich will raus aus Hamburg. Ich brauche einen Tapetenwechsel. Ich will was anderes in meinem Leben sehen. Ich habe hier keine Chance. Ich merkte auch mit allen Bewerbungen, die ich verschickt. Also ich habe dann immer wieder Bewerbungen verschickt, weil ich hatte finanziell Probleme bei, ne, und Jobs und so. Und das war halt so ein toter Kreislauf. Ich habe keine Rückmeldungen mehr bekommen, keine Jobs mehr bekommen, noch nicht mal irgendeinen Job in der Boutique. Ich hätte dann auch versucht sogar noch, ey, ich brauche jetzt irgendwas noch nebenbei, es reicht nicht aus. Noch nicht mal eine Boutique hat mehr damals zu dem Zeitpunkt sich bei mir gemeldet. Also es war einfach nur Endstation. Ich fing dann also an zu gucken, in welche Länder kann ich mich bewerben und wo ist es realistisch und wo ist es nicht realistisch. Mir war klar, europäische Länder sind halt nicht ganz realistisch, Sprachbarriere und so weiter und so fort. Amerika ist auch nicht realistisch, weil mit Visa-Angelegenheiten. Also ich habe geguckt, was sind Länder, wo ich mich bewerben will, selber auch, und was sind Länder, wo ich Chancen habe. Der asiatische Raum war für mich noch irgendwie so, also ich habe nicht so große Lust, nach China zu gehen. Das ist auch alles so gar nicht meins und Kultur und so weiter. Habe ich mich auch erstmal nicht beworben. Da habe ich erstmal nach Japan geschaut, weil ich wollte immer gerne nach Japan. Japan war für mich immer eine ganz, ganz große Sache und ich wollte immer gerne nach Japan. Also habe ich angefangen, dort Bewerbungen zu verschicken. Nach Dubai, nach Schottland, nach Neuseeland eine nach Singapur. Eine einzige. Und es gab Rückmeldungen. Es gab Rückmeldungen aus Dubai, es gab Rückmeldungen aus Japan.
Und es gab viele Absagen und gar keine Antworten. Das gab es auch viel mehr. Und mir war klar, dass so Länder wie Schottland, die ich total liebe und die ich auch bereist habe, mir war klar, das macht dort wenig Sinn, weil dort haben sie ihre Einheimischen und was sollen sie da mit irgendeiner deutschsprachigen Blondine, weißt du? Da war mir klar, das war schwach. Ich hatte dann 2017 eine Rückmeldung aus Japan gehabt, mit denen habe ich dann auch geskypt und hatte dort Bewerbungsgespräche mit denen gehabt. Und das könnt ihr auch nochmal näher alles nachlesen in dem Guide. Dort steht auch alles nochmal drin, einfach nochmal komprimierter und einfach auch besser und wirklich detailliert und so. Und mit denen hatte ich auch ein Bewerbungsgespräch gehabt und dann habe ich einen Flug gebucht. Und ich habe diesen Flug nicht, also ich habe einen Flug gebucht für eine Woche sozusagen. Eine Woche mal gucken und schauen und sie würden mir das dann zahlen und wir würden dann mal gucken, wie das Ganze funktioniert. Und das wäre in einem internationalen Kindergarten gewesen. Also ab dem Zeitpunkt war ich auch bereit, alles zu machen, solange ich rauskomme. Mir war klar, der ideale Job würde gar nicht existieren oder vielleicht doch. Und keine Ahnung, ich wollte einfach erstmal nur raus und dann hätte man ja schon weiter gucken können. Und diesen Flug den bin ich nicht angetreten. Ich hatte einfach Panik, hatte auch Angst gehabt und in dem Moment war das so, nee, ich bin noch nicht bereit. Also Japan alleine jetzt und so und mein Mann ist ja auch da, wie machen wir das jetzt? Also mein Mann hat es sich bereit erklärt, mit mir zu kommen. Der hat gesagt, egal wo du hingehst, ich gehe mit dir mit und das rechne ich ihm auch hoch an, weil mein Mann aus Portugal kommt, der ist von Portugal nach Hamburg, dann von Hamburg jetzt nach Singapur und so. Naja, das ist eine andere Geschichte. Jetzt kommen wir nämlich zu der Singapur-Nummer und das hat uns ja nur noch 20 Minuten gedauert, alles klar. Aber es gab dann eine Rückmeldung aus Singapur und die waren sehr interessiert. Hier gibt es eine Musicalschule, die rekrutiert Leute aus verschiedenen Ländern für 2 Jahresverträge und stellt für den Pässe zur Verfügung. Und die haben mir damals geschrieben, dass sie interessiert seien. Sie würden sich aber in einem halben Jahr melden. Und ich so, aha, alles klar, in einem halben Jahr. Bye, bye, ciao. In einem halben Jahr bin ich tot. Also habe ich gedacht, für mich war in dem Moment klar, die melden sich dann wieder. Irgend so eine blöde Floskel. Ja, in dieser Zwischenzeit habe ich dann auch angefangen zu meditieren, vegan zu leben. Habe dann aufgehört auch zu trinken, habe gesagt, ich lasse mich jetzt initiieren, bin in eine Meditationsgruppe gegangen und habe dann angefangen, den Pfad der Meditation zu gehen und habe dann von einem Tag auf den anderen auch aufgehört mit all dem ganzen Quatschkram, mit Trinken und vegan und so weiter. Habe dann auch, ja. Und das hat auch nochmal mein Leben positiv verändert. Mir ging es dann langsam Stück für Stück immer besser. Ich habe also gebeten und gehofft und alles auf eine Karte. Ich habe gebeten und gehofft und ich war immer in Gedanken bei Singapur. Für mich war das mein Traum, meine Realität, dieser Job und die Schule. Und das ist auch alles so, die Schule war so geil und alles, was ich da im Internet gesehen habe. Und ich habe jeden Tag Dokumentation zum Thema Singapur gesehen. Und als ich diese Bewerbung verschickt habe, das war nur eine einzige Bewerbung nach Singapur, da war mir auch nicht klar, wo ist eigentlich Singapur. Ich wusste, es gibt dieses bekannte Hotel, das aussieht wie so ein Schiff, ne? Aber mehr wusste ich auch eigentlich gar nicht über Singapur. Mir war auch nicht klar, was da los ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte mit denen Bewerbungsgespräche über einen längeren Zeitraum. Es hat funktioniert. Die haben gesagt, ja. Und in dem Moment, ja, habe ich mich dann vorbereitet für meine Auswanderung. Habe also alles verkauft. In dem Moment, wo ich dann auch meinen Haushalt aufgelöst habe, konnte ich auch so ein bisschen weiter die Schulden, das Minus auf dem Konto. Ich hatte ja immer den Studienkredit. Dann hatte ich noch mal ein Minus auf dem Konto und das konnte ich dann halt auch einfach mehr ausgleichen. Ich hatte dann noch in diesen letzten Monaten vorher noch eine andere Anstellung gefunden an einer staatlichen Schule. Dort habe ich dann den Theaterkurs gemacht und den Musikchor habe ich dann eine Vertretung gemacht für ein paar Monate und das hat mir nochmal sehr geholfen, mich nochmal finanziell noch ein bisschen aufzubessern vor der Abreise. Ich habe angefangen bei der Schule zu arbeiten für 2 Wochen und dann sind einige Sachen passiert. Die könnt ihr alle allerdings nachlesen in diesem Auswandererguide, weil ich bin jetzt langsam echt müde. Ich habe jetzt, glaube ich, für eine halbe Stunde oder mehr geredet und die könnt ihr aber alle nochmal nachlesen. De facto ist aber, ich habe mich selbstständig gemacht, habe eine Firma hier gegründet, habe ein Studio aufgemacht. Ja, und unterrichte seit 2 Jahren als selbstständige Dozentin hier und arbeite auch bei einer anderen Schule, mache dafür die Vertretung, habe dafür die auch Kurse gemacht und ja, aber hauptsächlich lebe ich davon, dass ich meine Schüler hier habe und ist Singapur die Endstation? Wahrscheinlich nicht, leider nicht, aber Singapur ist für mich etwas geworden, was ich in Hamburg nicht hatte, und zwar Heimat.
Für mich ist Singapur mehr Heimat, als es Hamburg war. Mir war immer klar, dass ich in Hamburg nicht leben und sterben möchte. Mir war immer klar, dass ich irgendwie nochmal raus will in die ferne, weite Welt und mal gucken will und was anderes sehen will in meinem Leben, auch einen Tapetenwechsel haben. Und Heimat ist natürlich auch ein Gefühl, das können Familie sein, das können Freunde sein. Das kann aber auch das innere Gefühl sein von Heimat. Klar, eine Auswanderung ist nicht einfach, das kann auch nicht jeder. Viele meiner Freundschaften gingen in die Brüche und man konnte diese Freundschaften auch nicht mehr retten. Mir ist halt von all meinen Freunden nur noch eine Freundin geblieben oder ein, zwei, drei, die jetzt, mit denen ich regelmäßig Kontakt habe. Und mit den meisten, oder meine beste Freundin zum Beispiel, die ich seit der 5. Klasse kenne, mit der habe ich in den 3 Jahren nie wieder gesprochen. Und das sind Sachen, mit denen man rechnen muss, wenn man auswandert. Das muss man sich auch nochmal ganz genau überlegen. Und gerade natürlich ein asiatisches Land. Singapur ist nicht ganz asiatisch. Singapur ist sehr, also klar, es ist asiatisch, aber es ist immer noch Westen. Also es ist immer noch so 50, 60% westlich orientiert. Was ich natürlich hoffe, ist, dass dieser Kanal hier weiter wächst. Und wenn der Kanal groß wird und auch vielleicht Geld verdient oder Sponsorships sind, dann hoffe ich dadurch, mit diesem Geld, was ich zur Seite lege, eine Schule aufzumachen. Das ist ja mal mein kleiner Traum gewesen, eine Gesangsschule aufzumachen und einen Standort zu haben. Deswegen hoffe ich, dass der Kanal weiter wächst und dass es mehr Möglichkeiten gibt, in Deutschland zu arbeiten und dass es dort mehr Möglichkeiten gibt. Dann würde ich mich auch wahnsinnig freuen und ich würde auch anders hingehen. Weil jetzt hätte ich das Gefühl, wenn ich jetzt nach Deutschland gehe, hätte ich das Gefühl, ich weiß nicht, mir würden die Ressourcen ausgehen und ich wüsste dann nicht, was würde ich da machen, würde ich eine Schule aufmachen, jetzt nach Corona und so. Das muss man sich auch alles halt genau überlegen. Ich schließe das natürlich auf keinen Fall aus, weil der Kanal ist ja auf Deutsch und ich unterrichte ja auch auf Deutsch. Und klar würde ich es mir irgendwann wünschen, vielleicht wäre es dann einfach nicht mehr Hamburg, sondern Köln. Das würde mich dann mal interessieren, oder München oder Richtung in den Süden, wo es ein bisschen wärmer ist. Das müsste man dann aber nochmal genau gucken, wenn es soweit ist. Aber ich schließe es auch nicht aus, nochmal weiterzureisen und dann doch nochmal nach Japan zu gehen für ein Jahr und dann einfach nur noch online zu unterrichten. Also mein Plan ist es eigentlich nur noch online zu unterrichten und eigentlich nicht mehr unbedingt eine Schule zu haben, ne? Sondern das wäre wirklich, wenn ich nach Deutschland gehe. Und wenn ich nach Deutschland gehe, dann würde sich das da rentieren. Aber wenn ich sage, ich reise jetzt weiter, dann nur noch online. Ich habe damals festgehalten an die Auswanderung. Ich habe damals festgehalten. Und es gab Momente, wo mir Familienmitglieder gesagt haben, das Flugzeug wird abstürzen, wenn du nach Singapur gehst. Es gab Leute, die auf Biegen und Brechen nicht wollten, dass ich gehe. Die mir das ausgeredet haben, die gesagt haben, das wird nichts. In Singapur, was ist das? Das ist ja alles hier China und so und blablabla. Es gab Leute, die haben mir das nicht gegönnt und das mir auch gezeigt und auch nicht daran geglaubt. Und ich habe aber daran geglaubt. Ich habe wirklich daran geglaubt, dass es woanders für mich besser sein könnte. Und damit habe ich die richtige Entscheidung getroffen. Und Singapur war oder ist für mich einfach in der jetzigen Situation besser. Man weiß natürlich nicht, wie sieht es denn in 5 Jahren aus oder in 2 oder in 1 Jahr. Ne? Aber zu dem Zeitpunkt habe ich mir das in den Kopf gesetzt. Ich habe daran gearbeitet, ich habe daran festgehalten auch, mental vor allem auch. Und ich will euch einfach nur mal sagen, es gibt Momente, so gerade in so einem künstlerischen Dasein, will ich euch nur mal einen Rat geben. Ich will euch nur mal einen Rat geben, macht euch einen Plan B, C und D. Ich habe gelernt durch meine Schwester, immer vorausschauend zu sein, immer Brücken zu bauen. Bleibt, falls ihr selber auswandern wollt, bleibt in Kontakt mit euren Freunden, Familien und mit eurem Job, dass ihr vielleicht da nochmal die Möglichkeit habt, zurückzukommen und vielleicht sogar wieder in diesem Job zu arbeiten. Und haltet fest an euren Traum, aber macht euch auch einen Plan B und seid realistisch, dass das vielleicht nicht klappen könnte. Und träum ja, okay, aber realistisch sein. Das habe ich auch ganz, ganz lange gelernt und musste ich auch schmerzhaft lernen. Heute bin ich viel mehr realistischer in Situationen und male mir halt A, B und C aus und schaue einfach ein bisschen, bin einfach ein bisschen vorausschauend. Das habe ich ja gerade schon mal gesagt, ich wiederhole mich auch mal wieder.
Ich bin jetzt auf ganz viele Sachen nicht eingegangen, wie zum Thema Englisch und wie ich das jetzt hier alles gemacht habe. Aber ich glaube, das mache ich nochmal in einem anderen Video. Schaut doch mal jetzt rein in den Talk mit Balu und mir. Und ja, wenn ihr Lust habt auf mehr Singapur-Videos, dann schaut mal jetzt in die Playlist, weil ich werde jetzt gleich mal ein paar alte Videos hochladen. Alles so in einem Zug. Und wenn ihr Lust habt, all diese ganzen Videos zu sehen, dann schaut doch mal da auch nochmal am besten rein. Vielen Dank fürs Zuhören. Hashtag starke Stimme, nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Alltag. Your voice is your power. When I was young, I was used to get bullied in school till the 8th grade. People would steal my phone, harass me, bully me because of my weight, because of my looks. I was always uncomfortable with myself, and even as a young adult. I suffered from depression many years, and I had a very hard childhood with my parents. When I started to sing at the school band, that's when my life changed. And music was always an escape, and singing always an act of intimacy. My name is Tanya Levy, and I'm a vocal and theater coach from Germany. I studied almost 10 years ago in the beautiful city, Hamburg. I could achieve a small success in my life, and one of my life goals came true by signing a record deal with Universal Music in Germany in 2015. And in the age of 16, I was discovered by my producers, and I continue to work with them for over more than 8 years in the music industry in Germany. So we created 2 albums, made a tour throughout Germany, and I appeared in the famous TV show ZDF Fernsehgarten. I came in 2017 to Singapore, and I started to work here as well as a vocal teacher. I love to work with people. I love to see them grow, to help them and to support them on the way as a singer and see them grow as a person. And so when I discovered A Still by my mentor James Wood when I was 19 years old, that's when I knew I found the right technique to study and to work with it in the future. Using your voice is the greatest power that you have. Learning to be confident and self-aware, learn how to speak up for yourself, learn that I do have a voice and I can change something. And that is what I want to teach in the first place, rather than to teach millions of techniques and performances. It's your voice is your power.